Holger, was ist aus deiner Sicht der Unterschied zwischen einem privaten und einem beruflichen Profil? Man sagt ja eigentlich, Facebook ist nichts Berufliches. Stimmt das? Das finde ich so nicht. Das kann man nicht wirklich festlegen, welcher Kanal ist jetzt ausschließlich für Berufliches oder für Privates zu gebrauchen. Auch bei Facebook kann man Geschäfte anbahnen als Selbstständiger, als Designer, als grafischer Mensch, findet man sich dort in seiner Community und kann kommunizieren. Und da kommen auch Verträge, Aufträge zustande. Da spricht man sich ab. Ich finde aber, dass man dann den Kanal auch wechseln muss und vielleicht Verbindlicheres eher per E-Mail macht. Klassische E-Mail wird nie untergehen. Die werden wir auch in 10, 20, 30 Jahren noch haben. Aber ich finde auch schon, dass man sagen kann, dass Facebook hauptsächlich für den privaten Gebrauch ist und Xing hauptsächlich für den geschäftlichen Gebrauch oder LinkedIn oder andere Business-Netzwerke, die es da auch gibt. Es ist eine Frage, was für Ziele habe ich, was für Informationen gebe ich dort rein und wie möchte ich da kommunizieren. Und man kann ja auch so ein bisschen lenken. Das mache ich auch sehr aktiv. Genau, das wollte ich dich fragen. Wie lenkst du denn dann deine oder was empfiehlst du, um da auch ein bisschen muss man ja schon trennen zwischen den beruflichen und privaten Kontakten. Was empfiehlst du da? Ich kommuniziere auf Facebook sehr offen. Ich poste sehr viel öffentlich, weil es für mich der Sache dienlich ist. Es hilft mir weiter als Unternehmer, transparent zu sein. Wo bin ich? Was tue ich? Für wen tue ich etwas? Das zeigt auch Offenheit den Kunden gegenüber, Interessenten gegenüber. Die können auch über Facebook sehr viel von mir erfahren. Aber das, was nur für meine Freunde ist, das geht natürlich nur an meine Freunde oder an meine guten Freunde. Das heißt, da hast du Gruppen eingerichtet, jetzt zum Beispiel auf Facebook. Auf Google sind das dann die Kreise. Du sagst, für dich ist das wichtig, als Unternehmer da auch eine Offenheit, mit einer Offenheit zu kommunizieren. Wenn ich jetzt fest angestellt bin bei einem Unternehmen, ja, und eben dieses Ziel nicht habe, Offenheit zu kommunizieren, weil ich den Kundenkontakt pflege auf Facebook, wie würdest du da empfehlen zu trennen? Wo gibt es da irgendwie drei goldene Regeln so? Die klassische Frage nach den drei besten Tipps für, die gibt es da nicht. Das ist so individuell. Offene Kommunikation und gezielte Kommunikation sind halt ganz wichtig. Und sich da durchaus mal Gruppen auf Facebook einzurichten, halte ich für wichtig und richtig. Mhm. Den Chef vielleicht auch mal abzulehnen. Man selbst kann ja sagen, Chef, sorry, aber bevor wir nicht irgendwie, da möchte ich mit dir erstmal nur öffentlich über Facebook kommunizieren. Facebook möchte ich als meinen Kanal für meine private Kommunikation behalten. Ein zweites Facebook-Profil anzulegen, steht auch manchmal so im Raum, das halte ich für total daneben. Das ist unauthentisch. Wenn ich dann jemanden habe, den ich als Freund habe in Facebook und auch nochmal ein zweites Facebook-Profil, frage ich mich, wer ist er jetzt eigentlich? Ich möchte mit Menschen zu tun haben, auch im Digitalen. Und da, finde ich, kann man das auch über den Kanal Facebook ein bisschen lenken und regeln. Und es muss ja auch nicht alles über Facebook laufen. Wir haben ja noch diese echte Welt hier draußen, in der wir miteinander reden können. Also ist die Empfehlung, sich eigentlich zu entscheiden, möchte ich Facebook jetzt eher beruflich oder eher privat nutzen? Nee, da möchte ich dir widersprechen. Nicht entweder oder, sondern auch an dieser Stelle. Man kann das durchaus mischen. Und ich glaube auch nicht, dass wir in Zukunft, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, weiterhin strikt zwischen Arbeit und Freizeit unterscheiden werden. Die Welten wachsen jetzt schon zusammen. Work-Life-Balance würde ja bedeuten, dass wir eine Arbeit haben und ein Leben haben und dass wir das trennen. Aber das können wir nicht. Wir arbeiten ja beim Leben und leben, während wir arbeiten. Und das wird immer mehr miteinander verschwimmen durch die Nutzung dieser neuen Geräte. Und da werden sich auch die Nutzung der Kanäle verändern und weiterentwickeln. Und da arbeitet Facebook ja auch dran. Facebook at Work ist in Arbeit, dass man interne soziale Kanäle auch mit Facebook dann umsetzen kann, dass die Informationen im Unternehmen bleiben. Ich stelle mir so vor, dass wenn ich einen Account einrichte, dass ich ein bisschen mir Gedanken mache, was will ich damit eigentlich erreichen, wie will ich mich darstellen. Was wären so deine Tipps, wenn ich sage, ich möchte mich beruflich darstellen mehr? Was ist ein Muss in so einem persönlichen, beruflichen Profil? Facebook und Twitter habe ich erstmal nur genutzt, um reinzuschauen. Ich habe zugehört, was zwitschern die da oben so bei Twitter über ein Jahr lang, bevor ich selber angefangen habe. Und es ist halt ganz wichtig, erstmal zu klauen mit Augen und Ohren und zu schauen, wie machen das andere, lernen und nur so weit gehen, wie man möchte. Und genauso kann man auch in diesem Kanal Xing oder LinkedIn für internationale Geschichten arbeiten, dass man sich ein Profil anlegt, Basisinformationen einträgt, nicht wartet, bis es 105% perfekt ist, weil dann wird man es nie veröffentlichen.
und damit online geht und schaut, wie arbeiten andere. Langsam Kontakten, Beziehungen entwickeln und Xing und LinkedIn dann gezielt nutzen, um in Kontakt zu bleiben mit Menschen und mehr Informationen reingeben, wenn man sich wohlfühlt. Das ist ganz wichtig. Eine der ersten Fragen, die man sich, glaube ich, oft stellt, ist, was nehme ich jetzt für ein Bild, also für ein Profilbild? Und es gibt ja Geschichten, ich will ja in einer ganz bestimmten Art und Weise rüberkommen. Da ist das Bild, glaube ich, wichtig, aber auch vielleicht mein Lebenslauf, dass ich das darstelle. Was sollte man da sozusagen als Basic haben, damit andere einen überhaupt ernst nehmen? Ja. Dieses viel gelobte Authentizität ist da ganz wichtig, dass man nicht versucht, jemand anders zu sein. Das kommt spätestens im Bewerbungsgespräch oder im Gespräch mit jemandem auch rüber, dass da irgendwas nicht stimmen kann, dass es da Konflikte gibt in der digitalen Welt und in der echten Welt. Ich habe auf der CeBIT und auf der Hannover Messe Vorträge gehalten und 5 Untipps gegeben, was man alles falsch machen kann. Und einer dieser Tipps war es dann zum Beispiel, unbedingt im Rentierpulli auf so ein Profilbild zu erscheinen. Also es ist eine Frage, welche Richtung möchte man gehen? Verkauft man Rentierpullis, ist das völlig okay. Ansonsten ein gutes Businessfoto. Ein schönes Shooting machen, nicht unbedingt vom Fotografen um die Ecke, der nur Passfotos macht, wo man nicht lächeln darf. Charakter zeigen und gute Qualität einstellen, damit man auch in den mobilen Applikationen in höheren Auflösungen dann, wenn man das Foto vergrößert, noch erkennbar ist, auf Veranstaltungen, wenn wir unterwegs sind. Und an Inhalten so viel, wie man sich wohlfühlt. Es muss nicht exakt das drinstehen, was im Lebenslauf abgebildet ist. Es kann auch mal zusammengefasst sein, bestimmte Aspekte können betont werden. Manche Aspekte kann man auch ein bisschen unterbetonen oder rauslassen. Xing ist da, verzeiht da mehr in der Darstellung. Und wenn man das richtig lenkt, kann man seine Stärken stärken und die Schwächen eben so ein bisschen zur Seite fallen lassen und da gezielt rangehen. Mir als Selbstständigen tut es wieder sehr, sehr gut, maximal transparent zu sein. Mein Lebenslauf ist als PDF runterladbar. Ich habe ein langes Portfolio mit vielen Fotos und es ist der Sache dienlich. Es hilft mir, Aufträge zu bekommen und den Leuten zu zeigen, was ich kann, was ich anbiete, was ich mache, um hinreichend attraktiv zu sein für andere, die mich noch nicht persönlich kennen. Und dann ist es ganz wichtig, und das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, man muss es schaffen, aus dieser digitalen Welt auch wieder in die analoge Welt reinzukommen. Also Hemmschwellen abbauen, dass es den Leuten so einfach wie nur irgend möglich ist, Kontakt aufzunehmen. Handynummer rein, eine gute E-Mail-Adresse rein, nicht Schnucki77 oder sowas, sondern was Professionelles, vielleicht eine eigene Domain mal schnell registrieren oder sowas. Und dann den Weg schaffen, dass der Recruiter, dass der Interessent einfach anrufen kann und sagt, du, ich habe da einen Auftrag für dich oder wie sieht's aus, du suchst gerade einen Job. Offenheit, Klarheit, sagen, was man will, ist ganz wichtig in diesem Profil und dann geht das auch voran. Für wie wichtig würdest du das jetzt einschätzen, dass man eine eigene Website dann auch hat, wenn man sich jetzt beruflich darstellen möchte im Internet, neben seinen ganzen Social-Media-Profilen, dass man das auch verlinken kann gut? Meine Lieblingsaussage ist dazu, wie bei Rechtsanwälten, kommt drauf an. Die Menschen sind unterschiedlich. Kommt drauf an, was man macht, kommt drauf an, was man will. Ein sehr pragmatischer Weg, um anzufangen, ist ja schon mal eine Domain zu registrieren, auf seinen Namen zum Beispiel. Und dann auf das Xing-Profil weiterzuleiten. Das hilft schon in 50% aller Fälle. Dann kommen die Suchmaschinen vorbei, indizieren die Inhalte, man rankt höher und besser, man verknüpft all diese Profile miteinander und am Anfang braucht man vielleicht nicht gleich eine Homepage, nicht gleich einen Blog, der dann am Ende eh nicht gepflegt wird, dann lieber ein knackiges, gutes Profil bei LinkedIn, Xing, About Me oder was es alles da für Portale gibt. Es ist ja nicht nur Xing in Deutschland oder LinkedIn, es gibt ja noch so viel anderes und die Menschen leiten und Kontakt aufbauen, zwischen den Welten vermitteln und auch verknüpfen.